Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich denn diesen Vlog am besten starte. Und ich sitze in meinem Auto. Ich bin kurz vor der Arbeit quasi und nehme euch jetzt einfach mal ein paar Tage mit, weil ihr nämlich bei meiner Umfrage abgestimmt habt, dass ihr sehr gerne Vlogs von mir sehen möchtet. Also probieren wir das Ganze einfach mal zusammen aus. Und in genau diesem Moment, wo ich das eben aufgenommen habe, läuft jemand am Auto vorbei und denkt sich so, was tut die Alte da? So, ich habe jetzt Feierabend, die sind halt ein bisschen eher gegangen, weil ich übelste Magenschmerzen habe. Und ja, deswegen bin ich jetzt auf dem Weg nach Hause und ich bekomme ein Paket, obwohl ich nichts bestellt habe. Da bin ich mal sehr gespannt, was das ist. Ja, meine Lieben, viele von euch werden diesen Platz hier schon kennen. Ich sitze wieder an meinem PC, weil ich jetzt gerade Videos schneide. Und zwar ist es ja so, dass ich demnächst eine OP haben werde. Weshalb ich natürlich für YouTube so ein paar Videos vorgedreht habe, vorschneiden möchte, dass es alles fertig ist, dass ich mir da nicht so einen Kopf drum machen muss. Und deswegen sitze ich jetzt wieder hier und ja, schneide die nächsten Videos und ich muss euch einmal was zeigen. Und zwar ist heute Post da gewesen. Mein Freund hat das von der Post abgeholt von Cosnova. Und zwar ist das einmal hier. Ich zeige euch das mal. Da habe ich nämlich auch einen Blogbeitrag zu geschrieben. Und zwar dieses Contour, Contourious, diese Limited Edition. Und Leute, haltet euch fest. Ich habe fast geweint, so sehr habe ich mich gefreut. Ich darf einfach mal die gesamte Limited Edition testen. Ja, das hier war ein kleiner Sneak Peek. Ich werde dazu auf jeden Fall ein Video machen. Weil ich freue mich einfach unglaublich und ja, werde die ganzen Produkte auf jeden Fall testen, ein Video zu machen. Vielleicht auch nochmal einen Blogpost, glaube ich aber eher weniger. Ich denke eher wirklich ein Video und dann werdet ihr das hier auch schon bald sehen. Ich weiß gar nicht, wann ich dieses Video online stellen soll. Ja, muss ich mal gucken, wie viel Stoff, wie viel Material ich so zusammenkriege. Falls ihr mir übrigens auf Snapchat noch nicht folgt, könnt ihr das auch gerne tun. Da kriegt ihr auch viel so aus meinem Alltag mit, was ich so mache, Kleinigkeiten, wenn ich nicht unbedingt vlogge. Übrigens, warum ich hier so eingemummelt sitze, es sind draußen sage und schreibe nur 15 Grad. Heute ist der 10.8. Hallo, was geht bitte mit dem Wetter? Das ist doch nicht normal. Und jetzt warte ich, bis ich mein Programm aufmacht. La la la. Ja, manchmal dauert das ein wenig. Ja, meine Lieben, ich bin jetzt immer noch am Schneiden. Ich weiß gar nicht, warum ich immer sage, ja, meine Lieben. Ja, auf jeden Fall seht ihr das Video am Stück und ich fange ja immer wieder neu an. Deshalb ist das noch etwas ungewohnt. Ich bin immer noch am Videoschneiden und habe die ganze Zeit so blöde Bauchschmerzen, weshalb ich immer schon von der Arbeit ja etwas eher gegangen bin. Und ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht habe ich echt das Mittagessen nicht ganz vertragen. Es war vielleicht etwas fettig mit Bacon und Hackbällchen und Käse. Vielleicht ein wenig. Naja, ich werde jetzt hier auf jeden Fall weitermachen. Ich bin ganz gespannt, was ihr zu den kommenden Videos sagen werdet. Und natürlich auch hier zu diesem Vlog. Also wenn euch Vlogs gefallen, wenn ihr mehr sehen möchtet, gerne einen Daumen nach oben geben. Ja Leute, dieser Vlog fängt ja mal echt Hammer an. Ich habe 3 Stunden jetzt mein Video geschnitten. Jetzt liege ich auf der Couch mit ganz dolle Bauchschmerzen. Und ja, ich glaube, viel mehr wird heute auch nicht passieren. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, der morgige Tag wird besser. Ja, meine Lieben, so geil geht es mir gerade irgendwie nicht. Ich liege hier gerade mit meiner Wärmflasche. Mein Freund hat mir einen Magen-Darm-Tee gemacht. Also in meinem Bauch geht es gerade gar nicht gut. Also tut mir leid, dass es heute echt nicht so viel kam. Ich hoffe, die nächsten Tage werden etwas spannender. Für heute verabschiede ich mich dann. Guten Morgen. Ja, ihr seht, der Vlog geht direkt weiter. Ich habe da unten eine kleine Katze liegen. Kleine Maus. Ja, so richtig gesund fühle ich mich irgendwie nicht. Ich fühle mich so ein bisschen, als wenn ich krank werden würde. Ich hoffe natürlich, dass es besser wird und der Vlog nicht so runterzieht und so negativ wird. Ein paar positive Dinge. Ich muss nur noch heute arbeiten, dann habe ich Wochenende.
Und morgen fahren wir zum Geburtstag meiner Mutter. Die hat Samstag Geburtstag. Und mal gucken, vielleicht backe ich da sogar noch einen Kuchen. Und jetzt werde ich mich erstmal hier an mein Chaos begeben. Und zwar steht das hier immer noch von einem Video, was ich gedreht habe, damit ich nicht vergesse, welche Produkte ich alle benutzt habe. Und damit werde ich mich jetzt schminken. Ja, meine Hübschen, ihr seht es, ich bin wieder am Videoschneiden. Meinem Bauch geht es ein klein wenig besser, Gott sei Dank. Heute Morgen sah es erst nicht so danach aus und jetzt habe ich gerade so ein bisschen was mit After Effects gemacht und wuschel mich da so ein bisschen durch. Ich finde das ziemlich spannend, auch weil viele YouTuber das ja auch nutzen. Und zum Beispiel Beauty2Go, falls ihr die kennt, die macht ja auch so sehr viel mit so, ja, mit so Animationen und so. Ich weiß nicht genau, ob sie es selber macht oder ob sie es machen lässt, aber das finde ich ziemlich cool. Und mein Freund, der kocht gerade selbstgemachte Hühnersuppe für meinen Magen. Voll süß, voll lieb. Schmeckt bestimmt auch mega gut. Und ja, jetzt kriege ich eine Armsituation. Okay. Ja, und jetzt schneide ich noch den Rest Video fertig für morgen. Morgen ist ja Freitag. Ja, und das ist eigentlich so mein Tag. Um einiges später und ja, Haare sind gewaschen, Video ist so gut wie fertig geschnitten. Ich muss nur das Thumbnail machen und die Katzen drehen total am Rad. Und ja, das war mein heutiger Tag. Ich habe also nicht wirklich viel gemacht. Ich habe gestern hauptsächlich das Video geschnitten und heute auch und habe ein bisschen mit After Effects rumprobiert. Und ja, so sah halt heute mein Alltag aus. Mein Freund hat eine super leckere Hühnersuppe selber gekocht, die war echt toll und ja, ich lege jetzt noch etwas Wäsche zusammen, hier unten und gehe dann ins Bett. Wir sehen uns also morgen. Wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist dunkel, es ist 8:30 Uhr Freitagmorgens und es regnet. Es regnet einfach und es ist grau und eklig und wir haben es irgendwie, ich weiß auch nicht, 12 Grad oder so. Also von Sommer ist da irgendwie nicht mehr viel zu spüren. Ich bin jetzt ungefähr seit 20 Minuten auf und werde jetzt gleich Kuchen backen, weil meine Mama hat morgen Geburtstag und da muss ich noch so ein bisschen Kram machen. Also halt generell einfach erstmal backen und dann muss ich gleich auch nochmal zum Needle, weil mein Freund zu wenig Tortencreme gekauft hat, denke ich. Und ja, da muss ich dann nochmal hin. Die kleine Maus hier ist auch schon wach. Nee, Nani. Kleine Kuschelmaus. So, Leute, und sorry, dass ich mich den ganzen Tag irgendwie noch nicht gemeldet habe. Boah, ich hatte so einen stressigen Tag. Ich habe erst einen Kuchen gebacken für meine Mama, dann war ich beim Arzt. Und dann habe ich noch das Video zu Ende geschnitten, was jetzt heute Freitag, also für euch glaube ich letzte Woche Freitag online kam. Und jetzt müssen wir noch ein paar Erledigungen machen und dann fahren wir schon zu meiner Mutter. Also alles drunter und drüber und mega chaotisch. Und ich merke gerade, die Lichtverhältnisse in meinem Blog sind absolut grottig. Das tut mir sehr leid, ich arbeite da noch ein bisschen dran. Ich bin jetzt ja auch noch nicht so die geübte Bloggerin. Ich habe hier bisher nur so ein bisschen mal zu Weihnachten oder so gebloggt. Und ja, jetzt vlogge ich außerdem auch mit dem Handy. Und sonst hatte ich immer so eine Kamera, mit der ich das gemacht habe. Ja, hallo meine Lieben. Es ist jetzt ein paar Tage später. Ich glaube, das letzte Mal habe ich am Freitag gevloggt und jetzt ist Montag. Freitag waren wir bei meiner Mutter bzw. bei meiner Familie. Meine angehende Schwägerin hatte Geburtstag, meine Mama hatte dann Samstag Geburtstag. Und ja, so hat sich das halt so ein bisschen familienmäßig hingezogen. Und dann sind wir Samstagabend auch erst ganz spät wieder zu Hause gewesen. Und ja, da hatte ich dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so große Lust irgendwie zu vloggen, weil auch nichts so wirklich Spannendes passiert ist, was ich hätte vloggen können. Und gestern habe ich eigentlich den ganzen Tag nur ein Video geschnitten, saß ein bisschen auf der Couch rum, was man halt an einem Sonntag so tut. Und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zur Arbeit. Und ja, ich bin mal gespannt, was die Woche so bringt. Nächste Woche habe ich ja meine OP und da muss ich Freitag nämlich zur Voruntersuchung. Schon ein bisschen Schiss vor, aber wird schon alles gut gehen. Meine Lieben, ich werde angestrahlt. Das bedeutet, ich habe gerade noch zwei Videos gedreht.
Und ansonsten waren wir heute den ganzen Tag noch unterwegs. Es ist jetzt schon 9 Uhr. Und wir waren noch beim Mediamarkt und da gab es ein Angebot, dass man 3 PS4-Spiele für 79 Euro bekommen hat. Und da haben wir uns 3 Stück ausgesucht und dann waren wir noch ein paar Sachen einkaufen. Dann habe ich noch ein Voice-Over gemacht. Und jetzt ist der Tag auch schon wieder um. Und ich weiß noch nicht, wie ich das in Zukunft so gestalten soll mit so Vlogs. Ob ich damit überhaupt weitermache. Ich finde das irgendwie doof, immer nur so hier zu hängen und zu sagen, ich habe gerade das und das gemacht und das und das gemacht. Sondern ich möchte euch viel lieber so wirklich in die Situation mitnehmen. Allerdings finde ich das mit dem Handy etwas schwierig. Einfach, weil man das nicht einfach mal irgendwo so hinstellen kann und dran vorbeigehen kann. Ich weiß nicht, wie ich das, ja, wie ich mich da ausdrücken soll. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Einfach so ein bisschen die Situation zeigen. Und ich finde es auch irgendwie doof, immer Handy an Stativ dran, wieder ab, wieder dran, wieder ab. Deshalb lasst mich einfach wissen, ob ihr mehr Vlogs sehen möchtet, ob euch sowas Spaß macht. Dann werde ich mir vielleicht demnächst irgendwann mal eine richtige Vlogkamera zulegen, womit ich dann eben auch wirklich so ein bisschen was künstlerisch machen kann. Hallo meine Lieben, heute ist Donnerstag. Warum sage ich eigentlich immer Hallo meine Lieben? Verstehe ich auch nicht, ist einfach so. Heute ist gar nicht, heute ist Mittwoch und ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gevloggt, einfach weil ich keine Zeit hatte, um ehrlich zu sein. Also ich habe sehr viel gemacht, ich habe sehr viel, wie ihr auch seht, schon gedreht und vorgedreht, weil ich ja bald eine OP haben werde. Vielleicht kommt das Video auch erst dann online, wenn ich die schon gehabt habe, glaube ich. Und ich muss natürlich so ein bisschen was vorproduzieren, weil ich glaube nicht, dass ich das machen kann, wenn ich die OP hatte. Und ja, da bin ich im Grunde jetzt jeden Abend bis spätabends noch am Drehen und am Schneiden. Aber ich möchte euch unbedingt noch zeigen, welche Spiele wir uns gekauft haben für die PS4. Für alle, die gerne mal wissen möchten, wie das so hinter den Kulissen aussieht, so ungefähr so. So, und zwar ist mein Freund hier jetzt gerade auch am Zocken, und zwar GTA 5. Unter anderem haben wir uns das Spiel nämlich auch gekauft. Und zwar haben wir uns gekauft einmal Assassin's Creed Syndicate. Fand ich total cool, wollte ich haben. Entschuldigung für den Ton. Dann einmal Borderlands, das kenne ich persönlich noch nicht. Und dann einmal GTA 5, da habe ich persönlich auch noch keine Erfahrung mit. Auf jeden Fall sind das diese 3 Spiele geworden. Wenn jemand von euch Erfahrungen damit hat, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und jetzt werde ich mich hier etwas auf die Couch chillen und Videos schneiden, denke ich mal. Weil ich nämlich die Tage noch vorhabe, einen Haul zu drehen. Den Haul muss ich allerdings erst tätigen. Und ja, ansonsten seht ihr hier auch schon das Resultat von einem anderen Video. Dazu aber dann zu dem Zeitpunkt mehr. Okay, Planänderung. Ich muss erstmal mein Chaos hier beseitigen, was ich angerichtet habe. Und dann werde ich mich auf die Couch begeben. Meine Lieben, gerade als ich aufgeräumt habe, sind mir so ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen, wo ich gerne mal mit euch drüber sprechen möchte, weil irgendwas muss dieser Vlog ja bestehen. Und zwar ist es einfach so, dass ich mir ja in letzter Zeit sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, wie das so mit den YouTubern ist. Und zwar ist es ja so, dass die ganzen großen YouTuber, Bibis Beauty Palace und, eigentlich nur noch Quatschvideos hochladen, finde ich. Manchmal sind die ganz lustig, aber Snookyfull hat letztens ein Video hochgeladen, was ich ziemlich cool fand. Und da hat sie quasi die Wahrheit über YouTuber gesagt. Und zwar ist es so, dass ja ihr als Zuschauer entscheidet, was geguckt wird, was produziert wird durch eure Klicks. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, dass ganz viele YouTuber Klicks kriegen wegen Hate. Das sind Hater, die klicken auf das Video, die bedenken aber nicht, dass YouTuber kein Geld kriegen durch gefällt mir drücken, sondern genauso wenig fürs Abonnieren, sondern die kriegen einfach nur Geld durch den Klick aufs Video. Und mein Problem bei dieser ganzen Sache ist, dass so viele YouTuber einfach nur noch Shit hochladen, sich keine Mühe mit ihren Videos geben oder es zumindest danach aussieht, dass sie sich keine Mühe geben. Das finde ich sehr, sehr traurig. Und die kriegen trotzdem Klicks dafür, indem Leute das anklicken und es dann haten.
Und YouTuber, kleine YouTuber, ich kenne so viele kleine YouTuber, die sich so viel Mühe geben mit ihren Videos, die sich da gerade rantrauen und versuchen und hier und da, die aber keine Aufmerksamkeit bekommen, weil einfach so viele große YouTuber einfach die ganzen Klicks einsammeln. Natürlich sind auch da ganz viele kleine oder nicht kleine, Kinder, jüngere mit von betroffen, die das interessiert, weil heutzutage auf dem Schulhof, die stehen da ja alle nur noch mit ihren Handys und gucken sich da Videos an. Ich möchte einfach sagen, wenn euch ein Video wirklich gefällt, teilt es mit euren Freunden, teilt es auf Facebook, das bringt YouTubern so viel mehr. Gebt ein Gefällt mir, abonniert die Leute, klickt, keine Ahnung, macht einfach irgendwie was, um den Leuten zu zeigen, dass ihr die Videos mögt. Schreibt Kommentare drunter und wenn es nur ist, hey, du siehst heute gut aus in deinem Video oder irgendwas, das baut einen auf, besonders kleine YouTuber, die gerade erst anfangen oder noch nicht viele Abonnenten haben. Weil gerade zu Anfang ist es manchmal schwer, glaube ich, so ein bisschen die Motivation beizubehalten. Weil wenn man sich wirklich sehr viel Mühe für Videos gibt, die aber kaum Resonanz bekommen, ist das natürlich ziemlich schade. Gerade wenn die Videos wirklich gut sind oder man sieht, dass da irgendwie was passiert und die im Aufbau sind. Also sich Mühe geben und sich verbessern möchten. Und ja, ich finde ihr oder auch wir, ich bin ja auch ein Zuschauer von sehr vielen anderen YouTubern, müssen da so ein bisschen für sorgen, dass diejenigen, die irgendwie ja nicht so interessant sind, auch nicht so viele Klicks durch Hater kriegen. Was möchtest du, mein Schatz? Ich sollte mal gucken, komm mal kurz. Okay, ich muss gerade einmal eine Pause einlegen. Jetzt kannst du mit meinem Monolog wieder weitergehen. Ja, so viel dazu. wie gerade schon gesagt, teilt die Videos, gebt auch kleinen YouTubern eine Chance. Und ja, wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann übt Kritik, aber halt sinnvolle Kritik. Endlich kommt mal wieder ein bisschen die Sonne raus. Es war jetzt so lange so kalt und heute wird es wieder wärmer. Oder ist es wieder wärmer? So schön. Vielleicht kommt ja der Sommer doch noch. Ein bisschen spät. Aber ich würde es ja allen gönnen. Ich glaube, ich habe da nicht mehr so viel von. Weil, wenn man nicht weiß, was man falsch macht oder besser machen kann, kann man noch nicht lernen. Ja, und ich werde mich jetzt auf die Couch begeben und ein paar Videos schneiden. Ich habe ja schon ein paar gedreht. Und ja, ich werde, glaube ich, an dieser Stelle den Vlog beenden. Einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass nicht wirklich viel mehr passiert. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkurs, dieser kleine Vlog gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr Vlogs sehen möchtet. Es ist leider jetzt nicht so viel passiert. Beziehungsweise ich fühle mich halt wirklich so ein bisschen darin eingeschränkt, ja, euch kreativ mitzunehmen, weil ich eben mit dem Handy filme. Da muss ich halt schauen, ob da wirklich das Interesse da ist, dass ich öfter Vlogs hochlade. Und ja, ansonsten war das so ein kleiner Einblick in meinen Alltag. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich in einem nächsten Video, in eins dieser Videos, die ich jetzt bisher schon vorgedreht habe. Bei Fragen, Anregungen kennt ihr ja unten in die Kommentare. Gerne natürlich meinen Kanal abonnieren. Und bis dann. Tschüss.